Leute, der nächste Prestige-Skin in Season 17 scheint festzustehen. Eigentlich dachten die meisten oder auch laut Leaks dachten wir, dass Revenant seinen Prestige-Skin bekommt, der ja auch im Mid-Season-Update wahrscheinlich ein absolutes Rework bekommt, was sich unter dem Codenamen Rev Reborn in den Gamefiles befindet, mit neuen Fähigkeiten, allmöglichem Spaß. Und dort wurde auch der Skin, der eigentlich vermeintliche Prestige-Skin geleakt, und tatsächlich scheint Valkyrie, ihr habt es im Thumbnail gesehen, Valkyrie scheint ihren Prestige-Skin in Season 17 zu bekommen. Das ist die höchste Stufe. Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr zu diesem Prestige-Skin? Ja, nein, vielleicht. Zu krass, zu viel, zu drüber, zu Power Ranger, zu Transformer. Ich habe keine Ahnung, was man da noch so alles drin sehen kann. Ich finde es tatsächlich ein bisschen too much. Diese Riesenflügel. Es sieht an sich alles nicht schlecht aus, aber jetzt stellt euch diesen Skin mal in-game im Fight vor. Ich finde, das ist viel zu einfach zu sehen. Du wirst gefühlt Valkyrie auf Kilometer Entfernung schon sehen können. Wenn das tatsächlich kein Fake ist, wenn das echt ist. Und in der Vergangenheit wurden ja öfter mal Prestige-Skins geleakt, wie vor einigen Monaten erst der Kurstik Prestige Skin, und das hat alles gepasst, das hat alles gestimmt. Und so denke ich auch, dass dieser Skin stimmen wird. Er ist schon echt mächtig. Er hat was, aber ist auch irgendwie ein bisschen, ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen drüber. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Das war es schon wieder von mir. Ich denke mal, so mit dem letzten oder vorletzten Event in Season 17 wird sicherlich der Prestige Skin kommen. Vorher das Mid-Season Update. Da gibt es dann noch den Solo-Modus dazu. Und ich gehe mal davon aus, dass dann endlich Horizon natürlich ihr Erbstück bekommt. Das war es jetzt erstmal soweit mit meinen aktuellsten Infos. Heute Vormittag gab es auch noch ein Video über den Battle Pass. Ein mögliches Upgrade für den Battle Pass, wie wir leichter Stufen freischalten können, legendäre Token und so weiter. Schaut da einfach heute noch in dieses Video vorbei, was ich heute Vormittag ausgeballert habe. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.